Das eröffnet neue Möglichkeiten der Darstellung, verschafft Aufmerksamkeit und zeigt, dass sich Print weiterentwickelt und neuen Techniken öffnet. Ein neues Informationserlebnis mit allen Sinnen, das der Betrachter durch das Blättern im Buch selbst beeinflussen kann. Riedel-Siebdruck. Effektdruck und Oberflächenveredelung kommen bei Riedel-Siebdruck aus jahrzehntelanger Erfahrung. Der Systemlieferant rund ums Gerät konnte sein Know-how 1:1 umsetzen auf die Oberflächenveredelung für den Offset-Bereich. Haptische Oberflächen von Frontfolien, Strukturen und kreative Spezialeffekte, all das wird durch die Kombination von Offset und Siebdruck auf höchster Qualität möglich. Und die Zusammenarbeit oder die Verbindung beider Drucktechniken ist eine für die Zukunft sehr, sehr wichtige Innovation, denn die tollen Effekte im Siebdruck einerseits und der wunderbare klassische Offsetdruck zusammen ergeben eben ein besonders wertiges Produkt. Hannes Riebel ist hier eben ein Vordenker und seit Jahren schon in dieser Welle tätig, uneigennützig und er schiebt immer wieder an. Das ist besonders wichtig. Durch die kreativen Einsatzmöglichkeiten von Siebdruckveredelungen können Offset-Druckereien ihren Markt sichern, neue Märkte erschließen und sich enorme Wettbewerbsvorteile verschaffen. Schwarzdruck GmbH. Bei Identorapid, der Firma Schwarzdruck GmbH, handelt es sich um eine auf einem biochemisch basierenden Code hergestellte unsichtbare Sicherheitsfarbe. Diese Farbe kann auf verschiedensten Druckprodukten, welche mit Fälschungsschutz ausgestattet sein sollen, aufgebracht werden. Einfach anzuwenden, weltweit einzigartig, patentiert, in Asien, in China und auch in Europa vielfach angewendet. Es geht darum, Fälschungssicherheit herzustellen für wichtige Papiere, für wichtige Produkte, die unser Leben bestimmen, von der Pharmaindustrie bis zum Fahrschein im öffentlichen Personennahverkehr. Eine grandiose Erfindung, die Milliarden uns ersparen kann und den Unternehmen an Verlusten, die durch Fälschungen sonst entstehen könnten. Der Versuch, das Sicherheitsmerkmal zu identifizieren, würde für Nachahmer einen sehr hohen Aufwand bei gleichzeitig mäßigem Erfolg bedeuten. Meine Damen und Herren, das waren die Nominierten. Und jetzt kommt der Laudator dieser Kategorie, ein Mann, der ja hundertprozentig echt von falsch unterscheiden kann, der weiß, wann ist ein 50er echt, wann ist er gefälscht und er ist den Fälschern immer schon zwei Schritte voraus. Begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Dr. Walter Schlebusch, Mitglied der Geschäftsführung von Giesecke und Devrient, unser Laudator. Ja, da ja auf einem der Trailer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Geldschein auftauchte, werden Sie vielleicht annehmen, Sie wissen jetzt schon, wer der Preisträger ist. Leider falsch. Mit allen drei Unternehmen verbindet uns die Firma Giesecke und Devrient eine gute Zusammenarbeit. Und ich war ganz begeistert, unseren Jahreskalender bei Riebel eben wieder zu erkennen. Das war mir vorher gar nicht klar, dass der von Riebel gekommen ist, aber ich bin noch überzeugter von der Leistungsfähigkeit dieser Firma, nachdem ich das mitbekommen habe. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Preisverleihung und auch ausdrücken, dass ich mich sehr geehrt fühle, dass ich die Laudatio hier zu halten darf. Nominiert sind, und ich möchte das jetzt gar nicht wiederholen, weil die Trailer wirklich hervorragend waren, es bietet sich eigentlich an, vielleicht eine Publikumsabstimmung zu machen. Sie können, glaube ich, aus den Trailern sehr gut entnehmen, wie leistungsfähig alle drei Firmen hier auftreten. Aber nominiert waren die Firma Liquid Agentur aus Augsburg für das lebende Buch, die Firma Riebel Siebdruck in Ergoldingen und die Firma Schwarzdruck aus Hausheim. Die Firma Riebel Siebdruck erreicht durch die Kombination von Offset und Siebdruck außergewöhnliche Oberflächeneffekte für hochwertige Druckerzeugnisse. Ich kann es aus eigenem Erleben hier nur bestätigen. Die Firma Schwarzdruck
aus Hausham hat eine besonders innovative Technologie zur Fälschungssicherheit von Produkten entwickelt und Liquid Agentur hat ein lebendes Buch entwickelt, eine Medienlösung, die Buch, Film und die Online-Welt zu einer multimedialen Einheit verknüpft. Die Auswahl der Jury ist nicht leicht gefallen. Der Jury ist die Auswahl nicht leicht gefallen, aber es kann eben leider nur einen Sieger geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es bleibt natürlich nicht aus, dass auch ich etwas zur Situation in der Druckindustrie sage. In den letzten Tagen ist ausführlich über die Frankfurter Buchmesse und dabei vor allem über das E-Book berichtet worden. Kommt es jetzt in großen Mengen oder kommt es nicht? Lieben die Deutschen, anders als die Amerikaner, das traditionelle Buch so sehr, dass man das E-Book hierzulande nur als exotische Alternative betrachten muss? Für unsere Branche natürlich eine ganz entscheidende Frage. Die beste Lösung wäre natürlich, dass das E-Book nur eine Ergänzung zum gedruckten Buch darstellt. Darüber hinaus vielleicht sogar den Buchumsatz noch anheizt, weil er die Freude, ganze Buchwerke zu lesen, bei bisher nur kurzen E-Mail- oder SMS-zugänglichen Bevölkerungskreisen überhaupt erst weckt. Als ich vor Jahren eine besondere Art des Druckens beruflich kennenlernte, den Banknotendruck, da wurde mir von meinen Kollegen nach kurzer Zeit eröffnet, dass diese Art des Bezahlens mit bedrucktem Papier eigentlich gerade im Aussterben begriffen sei. Interne Planungen sahen im Verlauf der nächsten 10 Jahre den Banknotendruck auf einen fast vernachlässigbaren Anteil des Umsatzes der Firma herabsinken. Geschickterweise waren und sind wir auch in allen anderen neuen Techniken des Bezahlens gut vertreten, sodass Umsatzverluste auf der einen Seite durch Gewinne auf der anderen Seite ausgeglichen werden konnte. Dumm für mich persönlich war nur, ich war für den Banknotendruck zuständig. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, unsere Strategen haben kräftig daneben gelegen. Auch heute noch ist die Banknote nicht nur in Deutschland, sondern weltweit das bei weitem beliebteste Zahlungsmittel. Andere Bezahlformen sind ergänzend dazugekommen. Und so hätten wir es natürlich am liebsten auch mit dem E-Book. Eine besondere Art der Zukunftssicherung des Gedruckten ist die Kombination der Tradition mit der Moderne. Im Falle des Buches sollte man das vielleicht dann E-Buch nennen. Und hier sind wir nach kurzem Abschweifen dann doch beim Gewinner angekommen. Der Liquid-Agentur Augsburg. Das lebende Buch ist ein einzigartiges Multimedia-Terminal, das unterschiedlichste Technologien auf sehr kreative Weise kombiniert. Dieser Ansatz zeigt exemplarisch, wie unsere Industrie mit den Herausforderungen der multimedialen Welt umgehen sollte. Sie muss deren technologischen Möglichkeiten und Vorteile kreativ ausloten und für sich nutzbar machen. Ich weiß, dass das leicht gesagt ist, aber wir werden da sicherlich auch noch einige andere Beispiele erleben. Unser Preisträger hat das Konzept der intuitiven Bedienung mustergültig realisiert. Über einfaches Weiter- oder Zurückblättern oder das Berühren des Papiers steuert der Anwender das Aufrufen der von ihm gewünschten audiovisuellen Informationen. Selbst das Abrufen von Düften wäre möglich. Ich habe aber gehört, das ist bisher noch nicht realisiert worden. Und das Faszinierende, hinter dem haptischen Umgang mit dem Papier tritt die komplexe Technologie der Medieninstallation als etwas quasi Unsichtbares zurück. Diese faszinierenden Möglichkeiten haben unsere Tochtergesellschaft, die Papierfabrik Luisenthal, in Gmund überzeugt. Es wurde ein beispielhaftes Projekt realisiert, das in die Hightech-Welt der Banknotenproduktion einführt. Dieses lebende Buch haben wir hier und heute für Sie aufgebaut. Sie sehen es unten rechts in der Ecke und Sie können sich direkt am Buch auch überzeugen, wie schön so etwas ist. Sie werden dann das erleben, was Goethe schon in seinem Faust an einem guten Buch schätzte. Ein selig Leben wärmt alle Glieder und ach, entrollst du gar ein würdig Pergament, so steigt der ganze Himmel zu dir nieder. In diesem Sinne darf ich den Preisträgern ganz herzlich gratulieren.
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Ich würde jetzt gerne Herrn Salasch als Vertreter von Liquid auf die Bühne bitten. Ich werde das auch nicht verlesen, aber es ist würdig. Herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlichen Dank. Danke, wir sind... Ich hoffe, dass wir nochmal so eins machen können. Gerne. Wir sind natürlich sehr neugierig zu erfahren. Erstens, Sie können nachher selber dort blättern, wie Sie auf so eine geniale Idee gekommen sind. Wann ist sie entstanden? Also ich muss sagen, wir sind Buchgestalter. Wir lieben Bücher einfach. Wir lieben die Haptik, wir lieben die Möglichkeiten mit Büchern, durch die Gestaltung und durch die Möglichkeiten der Veredelung, ja, vielleicht kleine Meisterwerke zu erschaffen. Wir arbeiten für viele Verlage und die können da vielleicht ein Lied von singen. Und da haben wir überlegt, was kann man machen, damit das Ganze noch ein Tick lebendiger wird. Und auf der anderen Seite auch sehr viel mit Film arbeiten, haben wir versucht, wie kann man das zusammenbringen, aber so, dass man die Technik nicht im Vordergrund sieht. Und da ist dann in der langwierigen Arbeit, immer wieder ausprobieren und testen, diese Idee des lebenden Buches entstanden. Und ja, viele Leute sagen, es hat ein bisschen was von so einem Harry Potter Zauberbuch. Und ich glaube, da springt ein gewisser Funke über. Wie war das, als Sie dann den Durchbruch geschafft haben, als es gelungen ist? Wir haben es immer wieder auf Messen gezeigt oder im Foyer gezeigt von Firmen und wir haben einfach ein unglaubliches Feedback dort bekommen. Also beispielsweise im Maximilian-Museum in Augsburg steht eins und da merken wir einfach durch das Gästebuch, dass es eine unglaubliche Rückmeldung gibt. Und das ist für uns einfach ganz wichtig zu merken, da springt der Funke über. Und es gibt Überraschungseffekte, die Sie individuell für Kunden einbauen können? Ja, also jedes Buch wird individuell für den Kunden entwickelt und gerade bei der Papierfabrik Luisenthal war es einfach genial. Wir hatten mit einem Hersteller von Papier zu tun, die alle möglichen Sicherheitstechniken und Lacke und Oberflächenveredelungen mit drin hatten und das können wir in diesem Buch einfach zeigen. Das berührt man, das spürt man, man ist an dem Buch dran, man berührt keine Oberfläche eines Monitors oder dergleichen, sondern man hat wirklich das Buch in der Hand. Bin ich noch neugierig, ausländische Kunden, stehen die auch schon Schlange? Das hat sich doch sicherlich schon über die Grenzen rumgesprochen, oder? Also wir haben einen Kunden in China, in der Stadt Shenzhen, für ein Stadtplanungsbüro. Da gab es eine große Ausstellung und da hat man von dem lebenden Buch in Deutschland gehört und hat gesagt, wir müssen darüber kommen und wir haben dort auch eins realisiert. Werbung für den Standort, toll. Glückwunsch zu dieser tollen Leistung, die uns einen bayerischen Printmedienpreis wert ist in diesem Jahr. Witzige Aha- und Überraschungseffekte. Meine Damen und Herren, wir sind schon bei der dritten Kategorie. Jetzt geht es um die Leistung junger Unternehmen. Und hier haben wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen von zwei Nominierten. Automotive IT. Media und Verlag. Die Automobilindustrie ist die anspruchsvollste Industrie der Welt und deshalb heißt es für Sie, ohne leistungsfähige IT-Lösungen geht heute nichts mehr. Als medienübergreifende Business-Plattform liefert Automotive IT den Top-Entscheidern der Automobilindustrie News und Fakten für die erfolgreiche Arbeit. Es gibt eine Internetseite dazu, es gibt Events dazu, Messen. Das Ganze ist eine insgesamt runde Angelegenheit. Die Zeitschrift dient praktisch als Flaggschiff und preist die anderen Produkte mit an. Und man kann, wenn man auf der Website blättert, viel lernen über die IT von Automobilen. Ich bin da zwar kein Experte, aber ich habe aus den Seiten einiges mitgenommen und bin überrascht, wie hintergründig und wie vielseitig die Berichterstattung in diesem Bereich ist. Ob Entwicklung, Produktion oder Vertrieb, die IT ist Mittelpunkt aller unternehmenskritischen Fachbereiche. Automotive IT bündelt als Kommunikationsplattform Informationen, Fakten und Trends auf höchstem Niveau. Edition Schwaben,